Das gucken wir noch und dann gucken wir noch das Lieblingsteil und dann machen wir die Beichte. Dürfen wir vorstellen, das ist Ye Jong-ha. Ye Jong-ha. Südkoreaner fällt nicht nur durch seine extrem... Was, Digga? Der macht PUBG auf Real Life. ...Muskelmasse auf, sondern protzt auf seinen Social-Media-Kanälen auch noch mit seinem extravaganten und luxuriösen Lifestyle. Der 1,67 Meter große Ye Jong-ha bezeichnet sich selbst als den koreanischen Hulk und zählt mit einem Armumfang von 56 Zentimetern zu den besten Armwrestling-Athleten Asiens. Was? Doch das ist längst nicht alles. Ye Jong-ha ist auch noch der Erbe einer koreanischen Karaoke-Firma. Eine Karaoke-Firma? Was verkaufen die denn? Hä? Was macht denn eine Karaoke-Firma? Und soll mehrere Milliarden Euro besitzen. Milliarden? Wie hoch sein Vermögen wirklich ist, behält der koreanische Mikrofon. Der Hulk allerdings für sich. Jedoch zeigt sich der Südkoreaner auf Bro, der sieht in diesem Anzug ja anders krank aus. Instagram immer wieder gerne als exzessiver Playboy, inklusive Privatjet, Pelzbesatz und teuren Luxusuhren. Aber wie lebt der wohl reichste Bodybuilder der Welt? Wie verbringt er seinen Tag und wofür gibt er seine Milliarden eigentlich genau aus? Ist das Goldmüsli? Diese Fragen beantworten wir euch heute. Goldkaffee, wie dumm. Denn wir zeigen euch einen Tag im Leben des reichsten Bodybuilders der Welt. Euch erwartet jede Menge Luxus, protzige Selbstdarstellung und... Digga, imagine, du hast einen Hund, der größer ist als der hier. Wie stressig, Alter. No joke. ...zu eine ganz besondere Promi-Freundschaft. Es wird also sehr interessant hier bei Wissenswert. Beginnen wir nun direkt mit dem Tagesablauf von Ye Jong-ha. Der Koreaner lebt nach eigenen Angaben in Seoul, Moskau und Dubai, ist aber fast das ganze Jahr über unterwegs. Das sieht so gefotoshoppt aus, oder? Wenn er aber gerade in Dubai ist, dann ist er Stammgast im Burj Al Arab, einem der teuersten und luxuriösesten Hotels. Wie verdient er denn Geld, wenn er das immer nur ausgibt? Der Welt. Und hier übernachtet er natürlich nicht in einem normalen Hotelzimmer. Stattdessen soll der koreanische Hulk sich regelmäßig in der Royal Suite einmieten, die als das teuerste Hotelzimmer der Welt gilt. Eine Nacht im 25. Stock des 7-Sterne-Hotels soll im Durchschnitt 24.000 Dollar kosten. Junge, 24.000 Dollar? Digga, für eine Nacht? Das lohnt sich überhaupt nicht, da muss man 3-4 Tage für arbeiten, Alter, what the fuck? What the fuck? Dafür lebt Ye Jong-ha hier auf 7... Das lohnt sich ja gar nicht, das lohnt sich ja überhaupt nicht. ...180 Quadratmetern Wohnfläche und genießt schon beim Aufstehen einen einzigartigen Ausblick auf den Golf von Dubai. Das Frühstück lässt er sich standesgemäß von einem Butler servieren, der ihm 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Hä, der ist doch Bodybuilder, wieso isst der nur Gold? Nicht selten gönnt er sich nach dem Aufstehen einen goldenen Cappuccino mit unfassbaren 23 Karat Blattgold für 20 Dollar. Was? Anschließend nimmt er dann seine erste von unzähligen weiteren Mahlzeiten zu sich. Laut einem Interview hält sich der koreanische Hulk an keine spezielle Diät. Er hat keine festgelegte Menge an Proteinen, die er am Tag zu sich nimmt. Stattdessen versucht er einfach so viel wie möglich zu essen. Also quasi genauso wie Kevin. Also einfach 1:1 wie Papa Blatte. Deshalb isst er neben Fastfood, Fleischgerichten und Nudeln auch viele Schalen und Meeresfrüchte, wie Seelachs, Austern und Seeigel. Sein Lieblingsgericht ist allerdings Kaviar und davon gönnt er sich regelmäßig riesige Portionen. Hat Kaviar Eiweiß, ja, ne? Nach dem Essen geht Ye Jong-ha ins Fitnessstudio. Er versucht jeden Tag mindestens 2-mal Sport zu treiben und trainiert in 5-Minuten-Intervallen. Dabei wiederholt er Sätze, die Brust, Rücken, Schultern, Arme und Beine trainieren. Auch aber nicht, ne? 15 Jahren begann er mit dem Muskelaufbau und konzentrierte sich damals vor allem aufs sogenannte Armwrestling, also quasi professionelles Armdrücken, wo er bereits mehrere nationale Meisterschaften gewonnen hat. Er träumt davon, eines Tages sogar Weltmeister zu werden, doch davon ist er noch weit entfernt. Eine weitere Paradedisziplin von ihm ist das Powerlifting. Auch hier soll er nach eigenen Angaben nationale Meistertitel abgeräumt haben.
kann man sich sowas kaufen. Und schafft im Bankdrücken bis zu 270 Kilogramm und Junge, das ist mein Aufwärmsatz. Und im Kreuzheben bis zu 340 Kilo. Kein Wunder, dass die Oberarme des 1,67 Meter großen Koreaners größer sind als der Kopf eines Erwachsenen. Der Kock eines Erwachsenen. Sportmediziner sind sich allerdings ziemlich sicher, dass Ji Yong-ha mit Kreatin nachgeholfen hat. Aber Kreatin macht ja fast jeder Bodybuilder, oder? Einem Stoff, der auf natürliche Weise in Leber, Nieren und Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Er kann durch spezielle Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich aufgenommen werden, soll für schnelleres Muskelwachstum sorgen und kommt häufig im Kraftsport zum Einsatz. Laut Experten spricht einiges für den Einsatz, weil die Muskeln nur auf Volumen trainieren. Das sieht eher aus wie dieses Absinthol oder wie das heißt, dieses Öl, was man sich spritzt, was die Muskeln so aufbläst. Worden sind. Kreatin nutzen richtig viele. Und kaum definiert sein soll. Kreatin lässt Haarausfall. Außerdem sehe es bei Ji Yong-ha so aus, als habe sich vor allem Wasser im Gewebe eingelagert. Im Anschluss an den Fitnessstudio-Besuch geht der Milliardär dann meistens shoppen. Und auch hier gibt er sich nur mit dem Besten zufrieden. Er legt großen Wert auf teure Marken und trägt am liebsten Kleidung der High-Fashion-Marke Billionaire Couture. Die vom ehemaligen Formel-1-Manager und Clubbesitzer Flavio Briatore gegründet wurde. Seine exklusiven Anzüge werden allerdings von einem Maßschneider angefertigt, da er aufgrund seiner Körpergröße und vor allem wegen seinem Armumfang nur schwer passende Kleidung findet. Glaubt ihr, ich würde den besiegen? Doch ein Kleidungsstück hat es ihm ganz besonders angetan. Ji Yong-ha ist großer Fan von exklusiven Pelzmänteln. Oh, unsympathisch, Digga. Eigenen Angaben zufolge besitzt er über 50 Mäntel, die... Ja, Digga, nice, Bro. Wahrscheinlich auch noch alle echt. Er auch immer stolz echt zur Pelz. Schau stellt. Für besonders ausgiebige Shoppingtouren lässt er sich zudem regelmäßig in die größten Fashion-Metropolen der Welt fliegen. Bandau. Natürlich mit dem Privatjet, natürlich. Von denen Ji Yong-ha übrigens gleich mehrere besitzt. In Städten wie Paris, London oder Genf hat er es aber nicht auf die besten Modeschnäppchen abgesehen, sondern vor allem auf die teuersten und luxuriösesten Armbanduhren der Welt. Der koreanische Hulk besitzt nämlich eine gigantische Uhrensammlung und bevorzugt Marken wie Hublot, Patek Philippe und Piaget. Angeblich soll seine Uhrensammlung mehrere Millionen Dollar wert sein und auch seine Schmucksammlung steht dem in nichts nach. Okay. Er besitzt mehrere diamantbesetzte Ringe, Weird Champ, was der da trägt, oder? No joke, das ist wirklich einfach... Das ist doch weird, oder? Armbänder und Manschettenknöpfen der exklusivsten Marken. Darunter edle Schmuckstücke des Londoner Luxusjuweliers Lorenz Graf. An einem normalen Nachmittag stehen für Ji Yong-ha dann einige Gesundheitschecks auf dem Plan. Der Bodybuilder lässt regelmäßig seine Blutwerte überprüfen und den Blutdruck kontrollieren. Der passt doch gar nicht da rein, der Arm. Außerdem kümmert sich eine Physiotherapeutin und Pilates-Trainerin mit ausgewählten Der Bro? Ich weiß nicht, ob... Also, ist das nur seine Physiotherapeutin oder macht der... Also, klar, auf die Ausführungen achten ist wichtig und so, Bro, aber der macht Big Boober Time. Übungen um seine Rücken. Wie so ein kleiner Silberrücken. Gesundheit. Damit hat er allerdings so seine Schwierigkeiten. Vor allem Übungen, bei denen der 120 Kilo schwere Athlet seine Gelenkigkeit unter Beweis stellen soll, bereiten ihm große Probleme. Ich würde ihn nicht auslachen. Der Südkoreaner interessiert sich jedoch nicht nur für Fitness und teure Luxusgüter. Ji Yong-ha hat auch ein Herz für Tiere. Das ist kein Tier, das ist eine Maschine, was der da in der an. Zumindest für Haustiere. Und so besitzt er gleich mehrere Hunde. Es wirkt alles so Testo-mäßig, ne? Darunter koreanische Donkey Kong. Auch einen kaukasischen Schäferhund mit dem Namen Teja. Der Wachhund soll angeblich 1,20 Meter groß sein, 130 Kilo wiegen und. Junge, das ist kein Wachhund, das ist ein Wach. Wachklotz einfach. Und jeden Tag 9 Hühner fressen.
Imagine, dein Hund frisst jeden Tag 9 Hühner. Digga. Der frisst 9 Hühner in 10 Jahren. Guck mal, du Loser. Guck. Das ist ein richtiger Hund. Du bist so groß. Guck mal, wie groß der ist, wie klein du bist. Scheiße, Alter. Oh no. Rotzköter. Der Bodybuilder hat den Hund in Russland gekauft und besucht mit ihm regelmäßig die Hundeschule. Sicher, dass das nicht einfach ein Bär oder sowas ist, Bro? Um ihm Benehmen beizubringen. Außer 9 Hühner essen Akani einfach, wenn es sein muss, Alter. Dem soll Teja bereits mehrere Weltmeistertitel auf internationalen Hundeausstellungen gewonnen haben. Als was? 9 Hühner-Ess-Rekord? Digga. Und mittlerweile... Das ist einfach Trimax in klein und mit richtig viel Geld, der Dude. ...über 1 Million Euro wert sein. Ob diese Angaben... Digga, der Hund... Der hat eine Zunge, Alter. Junge, so ist nicht mal Akanis Kopf. Guck mal, wie klein Akani... Guck mal, Akani ist so klein. Der ist so klein. Guck mal, siehst du den anderen Hund, Akani? Aber ich bin mir sicher, dass du ihn fertig machen würdest, weil du so smart bist, Digga. Junge, der Hund sabbert doch am Tag. Digga, der sabbert doch 30 Liter oder sowas, der Arme. Allerdings wirklich stimmen ist nicht ganz sicher, denn... Bin mir sicher, dass der Hund 30 Kilometer groß ist und 3 Milliarden wert ist. Eigentlich liegt das Durchschnittsgewicht dieser Rasse bei 50 Kilo, bei einer Widerristhöhe von bis zu 75 Zentimetern. Den Abend lässt Yeong Ha dann am liebsten mit seinen Freunden ausklingen. Ich wäre auch gern Freund von ihm. Zu seinen engsten Vertrauten zählt übrigens auch die US-Schauspielerin Lindsay Lohan. Warum sind immer so Superreiche immer richtig gut befreundet mit so Stars, mit so Schauspielern? Wieso kommt nicht... Ich bin ja auch nicht superreich und ich bin auch kein Star. Das ist ein super dummes Beispiel, ich halte aber meine Fresse. Die er bei einem Urlaub auf Mykonos kennengelernt hat. Entspannt, Digga. Seitdem trifft sich das ungleiche Paar so oft wie möglich, geht gemeinsam feiern. Ich weiß nicht, ob Lindsay Lohan, findet ihr, dass Lindsay Lohan glücklich aussieht? In Restaurants oder zusammen ins Casino. Und dann sagst du, what? F's Evita. Evita, come on, yo. Der koreanische Hulk ist übrigens auch ein gern gesehener Gast in den besten Casinos der Welt. Aktiv! Und zeigt sich dort oft mehr als spendabel. Wie er selber mal in einem Interview verriet, hatte er schon mal an nur einem Abend über 50.000 Euro verzockt. Und das war's nun auch schon mit unserem Video über Yeong Ha. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Bodybuilder und seinem Lifestyle so haltet. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Ich bin wirklich sehr, sehr verwirrt. Danke dafür. Danke dafür, Mann.